Willkommen bei diesem Beispielvideo. Wir haben es hier mit einer Gleichung mit gebrochen rationalen Termen über der Grundmenge R zu tun. Da die Variable x jedoch nur im Zähler und nicht im Nenner aufscheint, müssen wir keine Definitionsmenge bestimmen. Definitionsmenge ist die Grundmenge. Im ersten Schritt multiplizieren wir die Gleichung mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner der beiden Zahlen 3 und 4, um die Nenner zu eliminieren. Das ist die Zahl 12. Achtung, wenn man einen Ausdruck der Form a minus b ist gleich c mit einer Zahl multipliziert, so muss jedes einzelne dieser Glieder mit der Zahl multipliziert werden. Wir erhalten x plus 2 Viertel mal 12 minus x plus 2 Drittel mal 12 ist gleich 2 mal 12. Jetzt lässt sich die Zahl 4 mit der Zahl 12 kürzen, die Zahl 3 mit der Zahl 12 und wir erhalten x plus 2. Da der Nenner jetzt wegfällt, müssen wir den Zähler in die Klammer schreiben. X plus 2 mal 3 minus x plus 2 mal 4 ist gleich 2 mal 12 oder 24. Im nächsten Schritt wird die Klammer ausmultipliziert. X mal 3 plus 2 mal 3. Hier können wir gleich 3 mal x statt x mal 3 schreiben. 2 mal 3 ergibt 6. X mal 4 oder 4 mal x. Achtung, minus plus 2 mal 4 ist minus 8 und das ist 24. 3 mal x minus 4 mal x ergibt minus 1 mal x oder auch minus x. Plus 6 minus 8 ist minus 2 und das ist 24. Jetzt müssen wir nur noch auf beiden Seiten der Gleichung die Zahl 2 addieren, um die Variable x zu isolieren. Minus x minus 2 plus 2 hebt sich auf. 24 plus 2 ergibt 26. Und in einer letzten Äquivalenzumformung wird die Gleichung mit minus 1 multipliziert. Unsere Lösung ist minus 26. Diese Lösung können wir noch überprüfen und in die Probe, in die ursprüngliche Gleichung einsetzen, die Probe durchführen. Minus 26 plus 2 durch 4 minus minus 26 plus 2 durch 3 soll die Zahl 2 ergeben. Minus 26 plus 2 sind minus 24 Viertel. Minus 26 plus 2 wieder minus 24 Drittel und das soll 2 ergeben. Minus 24 Viertel sind bekanntermaßen minus 6. Minus minus wird zu plus 24 Drittel ergibt 8 und minus 6 plus 8 ist 2. Das ist eine wahre Aussage. Wir haben richtig gerechnet.